Tinky Winky. Hallöle, das ist jetzt hier die dritte Folge hier von LPT. Kasma streckt mir seinen Arsch heraus. Die Folge kann nicht geiler anfangen. In der Hand hat er ein Smaragd oder was ist das? Da springe ich sofort weg. Da, also damit will ich nichts zu tun haben. Ich komme nicht aus der Tür raus. Doch, jetzt geht's. Ich bin zu fett geworden. Vom ganzen Turm bauen. So. Was machen wir denn jetzt eigentlich? Mein Turm ist fertig. Wie lang wird die Folge jetzt? 20 Minuten? Also wir haben bei 18 ungefähr aufgehört. Und dann, jetzt waren wir bei 37. Also 19 Minuten. Okay. Also 18 und 19 Minuten haben wir jetzt. Also mein Turm ist fertig. Ich ja, dann guck doch jetzt mal auf die Uhr. Was? Ja, wenn du jetzt auf die Uhr guckst. Ja. Wir haben doch gerade schon geschnitten. Ach so, ja, okay. Gut, dann habe ich nichts gesagt. Ja, und jetzt sind wir schon bei 38. Heißt, wir haben schon eine Minute ungefähr. Bene, da fehlt was. Da fehlt irgendwie ein Block. So eine Halbstufe. Da oben. Was willst du? Kasso ist ein Arsch. Ist ein richtiger Arsch. Habt ihr euch aber lieb? Habt ihr euch aber lieb? Ja, ich hab ihn wirklich lieb. Schon wieder, ich hab ihn verlaufen. Ja, dann nimm Koppers mit, Marie. Dann geh jetzt in die Höhle, farm Redstone, dann noch ein bisschen Eisen, dann baust du den Kompass. Dann gehst du zum Spawn zurück, dann musst du herausfinden, was du in der ersten Folge gesagt hast. Ey, sie ist ein Mädchen, sie kann nicht so viel denken. Du machst es einfach so, okay? Du rennst einfach gegen die Wand, fällst um und irgendwann kommt ein kühner Ritter, ein kühner Prinz und nimmt dich mit, okay? Ach, cool, ich bin gerade irgendwie bei Marie, wo du Prinz gesagt hast. Oh ja. Aber ich habe gesagt kühner Prinz, nicht dummer Prinz. Du hast eigentlich Ritter gesagt. Und danach ich hab, Prinz. Ja, ich habe Ritter, Prinz. Also Ritter, dann dieser so ein Schrägstrich. Habe ich gesagt. Prinz. Okay, dann habe ich schon wieder nichts gesagt. Falls du es vergessen hast, ich bin keine Jungfrau in Nöten. Aber Jungfrau. Also, ja, das wollte ich gerade irgendwie fragen. Nicht in Nöten oder ist Marie jetzt keine Jungfrau? Also mit 11, also ich erwarte schon. Also, ne, also. Also ich meine, ich glaube, ich finde den Weg jetzt zurück, auch ohne dich. Nein, ich bin keine Jungfrau, ich bin Wassermann. Ah, der war gut. Warte. Nochmal. Ich bin Pedro, ja. Nein, ich bin keine Jungfrau, ich bin Wassermann. Bedummtisch. Also ich bin vom Sternzeichen Pedro. Mach das so mit diesem Klatschen. Klatsch nochmal. Ich? Ja. Das ist so eine Seerobbe. Das machst du jetzt auch nach. Eine Seerobbe? Dann haben wir schon. Warte, das schreibe ich mir mal auf. Dann haben wir schon zwei Sachen, wenn du mich das nächste Mal fragst. Gut. Eine Seerobbe. Seerobbe und Affe. Seerobbe, Affe. Okay, die mache ich nach. Okay, tu dir aber nicht weh. Ich tu mir dabei nicht weh. Nee. Das glaube ich dir nicht. So, das Türmische hätten wir schon ein bisschen weiter gebaut. Und fällt mir sich auch mal wieder abernten, aber ja, ist doch okay, jetzt rennt man nicht in den Chat voll. Hallo. Okay, das ist zu viel. Genau, Marie. Marie hat recht. Da wollte ich noch, genau. Habe ich die denn noch? Nee, habe ich nicht. Heißt. Ende der Datenübertragung. King Kasma left the game. Warum denn? Wo ist Holz? Da war Holz, oder? Nee, das ist zwar Stein. Da ist Holz. Die Dinger brauche ich. Ihr müsst das vorlesen, was im Chat steht, das merkt, das weiß doch Kasi nicht. Ja, nee, sowas will ich gar nicht vorlesen. Was mach ich dann liest du mal vor. Nein. Will selbst super, nicht. Dankeschön. Aber wir haben dich schon alle lieb. Oh, Bane hat mich lieb. Ja, natürlich, ich hab euch doch alle lieb. Marie, ich kann dich umbringen, ich kann dich in Lava schubsen. Hör auf, kleine Mädchen zu ärgern, das macht man nicht. Und ja, Marie, ich nehme dich gerade in Schutz, also mach es bitte nicht kaputt. Bene hat mich aber am meisten lieb. Also, hallo. Ich entscheide. Zweideutigkeit. Ich entscheide, wen ich hier am meisten lieb habe, ja? Und das ist der Kasma. Oh, das sagt sie schon schnell. Das war der Kasma. Das war ich nicht. Yeah, ich bin so gut. Nein, Spaß. So,
Nein, aber das nachher noch raus. Das weiß, Marie. Das weiß man doch. Ah, das ist dann jetzt auch die letzte Folge, weil ich habe da noch was zu erledigen. Ja, rendern, schneiden und hochladen. Ja, das auch. Aber ich muss so. Weil dein Essen. Nein. Deine 100 GB. Oder das wahrscheinlich auch noch. Aber nee, ich muss jemandem bei etwas helfen. Wen hat 100 GB frei? Ich habe über 500 GB. Ich weiß gar nicht warum. Ich habe gar nicht so viele Sachen drauf. Nur nicht mal Pornos. Und das ist. Also. Ja, seitdem hast du irgendwie 500 GB mehr. Nein. Also ich habe jetzt gerade 469 GB frei. Ich habe an sich aber nicht viel. Das ist das Problem. Ich habe 469 GB frei, Ben, und du? Drücke Windows-Taste E. Also ich habe deine Mutter frei, Ben, also. Kein Kommentar. Warum sagt ihr alle kein Kommentar? Denn langsam wird's langweilig. Kein Kommentar. Ja, was sagt man denn? Sowas wie Fick dich, Ben, oder sowas, aber doch nicht kein Kommentar. Nein, das ich ist beleidige gemein. Eure Mütter, ja, und ihr seid einfach ja, kein Kommentar. Aber weißt Fick du, dich, Ben. Okay, Marie hat's geschrieben. Wir sind aber nette Leute. Marie hat's und wir doch sagen geschrieben. Das anders. Nein, hat sie nicht. Doch, hat sie. Sie hat nur so getan. Ich sehe es zwar nicht, aber sie hat nur so getan. Nein, du siehst es. Fick dich, Bene, fick dich, Bene. Jetzt übertreiben sie es aber. Ich hab Bebe als erstes geschrieben. Bewe? Rewe? Bebe. Bebe. Hey, lass mal zu Rewe gehen. Was Marie geschrieben hat, das ist eine Aufforderung. Da steht ein Ausrufezeichen in der Taste, das ist eine Aufforderung. Lies mal vor. Was lies mal vor, Bene. Lies mal vor, Bene. Was denn? Was das, was Marie geschrieben hat, das ist eine Aufforderung. Fick dich, Bene. Da drunter. Fick dich, Bene. Da drunter, das letzte, was Marie hier geschrieben hat, hier. Bei mir steht als letztes Fick dich, Bene. Bei mir steht Fick mich, Bene. Ach, stimmt, ja klar. Hab ich jetzt auch gerade gelesen. Ja gut, wir warten noch ein paar Jahre. Okay, Marie, dann, aber... Ja, bis Bene das Geld hat, um dich zu bezahlen. Oh, Kasper! Hey, bist du richtig gemein, Alter? Boah, ey. Ich bin sehr stolz auf dich, junger Padawan. Solange ihr euch nicht wehtut. Wir tun nur Marie weh. Man tut aber kein kleines Mädchen weh. Nee. Ich bin meine Mutter hat mich gerufen. Deine Mutter ist deine Mutter. Ja, meine Mutter. Deine ja. Mutter ist deine Mama. Ja. Ich schwör. Ich bin nicht klein. Ja, Marie ist nicht klein. Die ist sehr groß. Sie ist schon ein großes, starkes Mädchen. Mach hier keinen Redstone rein, Mann. Was bist du denn für einer? Ich will meinen Redstone wieder. Ich will eine Klingel machen. Eine Klingel? Warum willst du mir eine Klingel machen? Ich sag mal nicht. Dann mach... Ey, wir nehmen Together auf, ja, und ihr habt keinen Plan, was ihr machen sollt. Ich bin der Einzige, der hier irgendwas schafft. Deine Aufnahme ist so langweilig. Ich kann ja nichts machen. Ja, deswegen... Ich mach dir eine Klingel, Bene. Ich hab dich ja auch nicht angesprochen. Siehst du? Kasper macht dir eine Klingel. Hey, toll, danke. Was soll ich mit der fucking Klingel? Naja, so kannst du dich selber aus dem Bett klingeln. Also dann musst du natürlich erst aufstehen und dann klingeln. Aber dann bist du wenigstens wach. Also ich... Ach, vergiss es. Jetzt gräbt er sich unter mein Haus und baut mir wirklich eine Klingel. Und Marie verirrt sich. Naja, gut. Schon wieder. Solange du dich nicht umbringst. Marie, ich habe mich einmal zu dir teleportiert und hab rausgefunden. Ich habe dafür meine Füße bewegt. So. Bewegt. Ja. Füße ja. Sollte man ja auch bewegen. Also wenn man vorankommen will, sei dann, wenn man ihr könnt auf Händen hat. Gehen. Ja, oder ihr könnt auf Händen gehen. Das wäre natürlich auch cool. Ich kann Handstand, dann kann ich ganz lang laufen. Wenn das gemeint ist. Also ich krieg weder das eine noch das andere hin. Das ist schade. Aber egal, ich war Gerätetouren früher, deswegen. Das war schon. Also wenn ich es hinkriege, dann klappe ich immer zurück in Brücke und meistens tue ich mir dann weh, aber egal. Oh. Kasi. Marie schreibt. Wen meinst du mit Kasi? Ja, die Kasi. Hi. Kasi heißt aber auch Kasi. Und zwar, nee, du bist mein Kasma-Schatz. Okay, was schreibt mit Schatz? Thema wechseln schnell. Marie hat geschrieben, nö, dann rutscht mein T-Shirt immer hoch.
Sternchen verlegen, guck, Sternchen. Oh, oh, wie süß! Die willst du adoptieren, oh, ne? Ich könnte kotzen! Ich könnte kotzen! Ja! So ähnlich. Warum will die scheiß Lampe nicht? Ah, ich könnte kotzen. Okay, ich habe keine Fackeln mehr. Dann musst du dir wohl welche basteln. Hat Marie geschrieben. Ach so, ja, dann muss Marie sich welche basteln. Bei Artitech. Nein. TP nicht. Warum nicht bei Artitech? Du kannst ja TP nehmen, wenn du Dingens bist. Ich TP mich hier nirgendwo hin, ja. Die Frau soll, die Frau muss kochen, putzen. Nein, Alter, so sexistisch bin ich dann auch wieder nicht. Die Frau muss es halt mal. Ich glaube, wir sollten noch mal Kant machen, Bini. Wir sind jetzt bei wie viel Minuten? 10? 48. Und wir haben bei 38, ja. Dann wären jetzt 10 Minuten. Also auf meiner Uhr war es 44, als ihr angefangen habt. Passt perfekt. Und jetzt ist es 54. Ich will noch deine scheiß Klinge weitermachen. Das passt noch. Wir machen ungefähr. Ja, ich mach das schon. Bastel mal an der Klingel weiter, das ist viel cooler. Ja, genau, das. Genau, guckt alle bei ihm zu, bei mir nicht, weil ich mache ja nur langweilige Sachen. Ich mache hier das einzig Produktive, ja? Der baut sich eine Klingel. Oder er baut mir eine Klingel. Aber Klingel sind cool. Ja, kommt drauf an, was die dann für Geräusche machen. Ding dong. Ja, sowas machen die dann bestimmt nicht. Die machen halt Ding dong. Junge! Junge! Achso, Marie, also ich hatte gerade eine Idee, aber ganz kurz noch, Marie schreibt und ich Penisse. Also sie macht baut Penisse. Nee, das klingt zwar nicht. Kasma, kannst du es irgendwie hinbekommen, dass das Hühnchen die Klingel wäre? Das wäre doch so geil. Weiß ich, soll das Hühnchen schon. Also in der 1.6 wäre es möglich, mit einem Command-Block ein Hühnchen als Klingel zu machen. Wie geil wäre das denn? Weil guck, du klingelst dann so an der Tür und plötzlich so. Kommt, also ich könnte es dir machen. Das ist möglich. Und 1 von 6 ist möglich. Ja, besorg's mir. Hühnchen. Hühnchen oder Bähnchen? Hühnchen. Hühnchen. Bock, bock, bock. Ja, mach mal. Ja, hab ich doch gerade. Nee, da hat aber eins gefehlt. Du machst ja nur bock, bock, bock. Bock, 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 bock. Jetzt bock, ist es bock, eins bock, mehr. Bock, sei bock, bock. Das dritte muss ja schneller sein, dieses Bock, Bock, Bock. Ja, ja, ich kann das halt nicht. Du kannst das halt und ich kann das nicht. Ja, aber du musst es üben. Warum? Wir wollen noch auf Tournee gehen. Die zwei durchgeknallten Hühnchen. Davon weiß ich gar nicht. Oder nein. Ich gehe als Bene und du gehst als Sexy Chick. Hand am Stirn stark. Ich tue es nicht, ich habe es mir abgewöhnt. Es tut weh. Es tut weh. Langsam, aber sicher. Dann darfst du nicht mehr mit mir reden. Aber das ist lustig. Das stimmt. Ja, ich weiß. Ich find's auch lustig. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Gesundheit. Ich hab gar nicht genossen. Was? Genossen. Also, man sagt ja nicht, ich hab ja nicht genießt, sondern ich hab ja nicht genossen. Echt? Ich hab schon immer genießt gesagt. Marie, wo bist du? Heißt du etwa Denise oder was? Hand an Stirnschlag. Hey. Stirn an Handschlag. Oh. Hey, aber ganz ehrlich, der war wirklich scheiße. Wer Marie. Jetzt, meiner oder Hand an Stirnschlag? Mein Witz. Ja, da hast du recht. Wenn das überhaupt ein Witz sein sollte. Ich brauche Krawel. Kasma, Krawel? Schau mal in der Kiste, alles schön beschriftet. Im Gegensatz zu anderen Leuten. Deiner Kiste. Dass ihr alles immer so zweideutig nehmen müsst. Mensch. Was denn? Ich gucke jetzt in seine Kiste. Was denn, Marie? Guck mal, die Betty. Die Kase schon wieder. Muss alles hier zweideutig sehen. Dass du mich immer verwechselst, eh. Die ganzen Mädchen bringst du durcheinander. Tut mir leid. Mich. Schon zum Kasi, zweiten Mal. Marie. Ich weiß. So. Krawel. Steht da eben immer noch Eisensetzling. Was ist immer noch nicht gefixt, Alter? Das bleibt jetzt so. Eisensetzling.
Tropenholz, Tropenbretter, Netherzeug, Pflasterstein, Erde, Wolle, Kies und Feuerstein. Danke, Mann. Bist der Beste. Nein. Dann hätte ich gesagt, danke, du bist der Geilste. Geh weg. Geh weg von meinem Gesicht. Ich weiß nicht, ob ich das sagen soll, was Marie jetzt geschrieben hat. Es ist nichts Schlimmes, aber wenn ich jetzt sehe, dann, was sie mir geschrieben hat. Wo? Und weil, also Marie hat mir etwas geschrieben. In Skype. Nein, hier. Wenn ich aber mal so weiß, was Marie mir vorher geschrieben hat, dass sie gut in Minecraft ist, mit Technik. Oder warte, ich zitiere, das kannst du dir eigentlich auch angucken. Und? Marie schreibt nur diesen Smiley-Stern, Komma-Stern. So, Moment. Ich kapiere es nicht. Moment. Hä? Ist egal. So, also, ich kann mir nicht. Ah, nee, hab ich geschrieben. Zerbrech dir nicht den Kopf. Also. Das hab ich irgendwie schon mal gehört. Zerbrech dir nicht den Kopf. Gestern oder so. Oder was? Vorgestern? Also, Maria hat geschrieben, sie ist besser in Technik. Im normalen Minecraft. Aber wenn ich mir das ansehe und das, was sie mir geschrieben hat, dann ist das. Das ist eine Pissleitung. Kurz gesagt. Das ist dann ein Ding. In meiner Ausbildung musste ich Pissleitungen machen. Als Anlagenmechaniker. Ich sag jetzt irgendwas cool. Jetzt waren sie kurze Zeit alle ruhig. Weil ich aus meinem privaten Leben ein bisschen philosophiere. Ja, meine Ausbildung. Nein, ich weiß, aber trotzdem wollte ich sagen, Marie. Das ist keine Meinungsäußerung, das ist ein Kompliment. Irgendwie kommt Marie immer aus seinem Haus. Sie stirbt, kommt aus dem Haus, Ja, weil sie ja in dem Bett da zuletzt geschlafen hat, in meinem Bett. Oh ja. Dein Bett. Bene, mit dir, ne? Ja, klar, Marie, mit dem sonst. Meine Uhr geht schon falsch, weil ich ein paar Minuten früher aufgenommen habe, als. Ja, ich weiß, ihr nehmt auch schon wieder viel zu viel auf. Okay. Ja, heißt, leg mich am Arsch gehen, das weiß. Meine Uhr zeigt 21 Uhr an und 44 hat Bene die zweite, die dritte, glaube ich, die dritte Folge so angefangen. Ich werde jetzt auch hier. Erinnerung, ich habe 12 Eier, schreibt Marie. 12, die verdoppeln sich ja immer, ey. Hi Marie, da ist sie wieder. Ich würde auch sagen, wir beenden das jetzt mit den. Sexy Augen von Marie. Ja. Mit den sexy grünen Augen. Und was mit meinen Augen? Ich hab auch sexy Augen. Du bist ein alter Mann, Mann. Alter Mann. Stellt euch mal beide aufs Bett. Maria, bei mir eine Schaufel am Rücken. Komm, Maria, jetzt schlaf mal im Bett. Nein, nicht schlafen, nur hinstellen. Marie, nicht schreiben. Ein Abschiedsfoto. Nicht schreiben, Marie, nur hinstellen. Oh mein Gott, das sieht so falsch aus. Oh mein Gott. Oh nö, warte, ich tu einfach beenden. Ich kann die nächste Nacht nicht mehr schlafen. Bekomme ich voll die Albträume. Wieso? Marie mit dem alten Opa. Oh. Nee, das siehst du dann. Das siehst du dann, Kasi. Ich hab auch einen Albtraum. Marie jetzt zieht die ihre Rüstung aus. Oh, komm, Marie, ich weiß. Oh, blaues Top. Schön. Blau ist cool. Ja, ich weiß. Ich habe auch schön gesagt. Da liegt der alte Opa mit seiner Diamantspitze. Oh mein Gott. Ich guck weg. Das kann ich euch nicht antun. Also dann. Ich bin. Jetzt schreiben die ja auch noch Sachen, ey. Ich wünsche euch noch einen hütchenhaften Tag. Ich kann schon kein Hütchen mehr machen, ne? Ich schlafe. Also dann, tschüss.